Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle, die uns da draußen jetzt gerade wieder zusehen. Ich habe mir für heute ein ganz interessantes Thema herausgesucht, und zwar diese ungenauen Prüf- und Messmethoden, die teilweise auch zu Hause angewendet werden, beziehungsweise die auch natürlich hier im Geschäft nicht vom Fachpersonal, aber teilweise von den Mamas angewendet werden und die wir dann leider immer ein bisschen kritisieren müssen. Worum es da geht und warum wir das machen, erklären wir euch gleich. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Bis gleich. Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle da draußen, die uns jetzt gerade wieder zuschauen. Ein sehr interessantes Thema habe ich mir für heute herausgepickt. Ich bin Babette, ich arbeite schon seit über 30 Jahren im Schuhfachhandel, habe seit 14 Jahren auch ein eigenes Schuhfachgeschäft für Kinder in Leipzig und suche mir in regelmäßigen Abständen Themen heraus, die also bei uns zur Sprache kommen. Und diesmal habe ich mir herausgepickt, sozusagen die Fehler, die Mamis teilweise unbewusst machen, wenn sie den Kindern Schuhe kaufen, ohne fachliche Beratung, zu Hause vielleicht auch mal die eine oder andere Schuhgröße überprüfen, mit geschenkten, vererbten oder Schuhen vom Geschwisterkind, wo man dann doch mal den einen oder anderen Fehler mit einfließen lässt und wo dann vielleicht das Messergebnis nicht ganz so gut ist. Es gibt also insgesamt mehrere Methoden, die man anwenden kann, um eine Schuhgröße zu überprüfen. Die gängigste ist natürlich auch immer wieder das, was ich auch immer gerne unseren Eltern mit sage: Nehmt die Sohle heraus, die Innensohle, sofern sie sich natürlich herausnehmen lässt, stellt das Kind drauf und überprüft die Länge. Dabei sagen wir natürlich und betonen wir auch immer: Bitte stellt das Kind mit dazu, weil alleine die Schweißspur hier auf einer Sohle sagt noch nichts über die tatsächliche Länge zu dem Zeitpunkt aus. Ganz einfach ist es eben halt so, wenn ein Kind einen Schuh über einen längeren Zeitraum getragen hat, lasst es auch mit ab, hängt natürlich auch von der Umgebungstemperatur mit ab, dann drückt sich hier sozusagen eine Schweißspur ab. Das heißt aber nicht, dass die sich kontinuierlich nachfärbt. So, also bitte immer Größe und Länge überprüfen, wenn das Kind drauf steht. Wichtig. Dann passiert es natürlich sehr oft, dass man eben halt geneigt ist, die Größe zu überprüfen, wenn das Kind die Schuhe anhat, indem ich praktisch hier vorne nur drauf drücke. Sie werden diese Handlung bei uns im Fachgeschäft auch noch mitsehen, aber nur um den Eltern zu zeigen, wo sich jetzt die Zehe befindet. Wir überprüfen damit im Allgemeinen nicht mehr die Größe, die haben wir also vorher schon mit anderen Prüfmethoden festgestellt. Das ist nur noch mal das demonstrative Anzeigen, wo befindet sich jetzt sozusagen der Zehenrücken, wo ist noch frei, weil automatisch, wenn ich jetzt hier vorne herumdrücke, hat das Kind so einen Reflex, es zieht nämlich die Zehe ein. Ja? Und deswegen, wie gesagt, wir machen es nur, um die Größe bzw. den Sitz des Fußes im Schuh anzudeuten. Aber wir nehmen das niemals als reinweg als Prüfmethode, als alleinige Prüfmethode mit. So, damit hätten wir das eine schon mal abgegolten. Dann gibt es natürlich noch die zweite Variante, die wir auch hier im Geschäft schon sehr oft gesehen haben, dass wenn wir Schuhe schon zur Auswahl hingestellt haben, Mami nimmt einen Schuh und drückt ihn sozusagen im Sitzen gegen den Fuß des Kindes. Damit passieren schon mal gleich wieder zwei Fehler mit einem. Warum? Erstens mal ist der Fuß des Kindes im Sitzen kleiner als die Lauffläche im Stehen und beim Abrollen. Ganz einfach, weil sich der Fuß sozusagen, wenn das Kind sitzt, ohne Belastung, schnuppelt er sich zusammen. Na, da fehlt der Druck des Gewichtes. Die Bewegung des Fußes fehlt, ich habe eine ruhende Position und damit kann ich natürlich schon gar nicht vergleichen, wie viel Platz habe ich hier im Schuh, weil der Fuß ruht, ich habe ihn nicht unter Belastung. Zum anderen sagt mir eine Außensohle nie was über den vergleichsweise kleineren Innenraum aus. Ja? Und damit anhand hier ein Resultat, also ein gültiges Resultat für den Kauf zu treffen, finde ich äußerst fragwürdig, wer das anwendet. Ja? Weil wir brauchen Schuhe zum Laufen und nicht zum Sitzen. Auf diese Methode angesprochen, wenn Kinder noch sitzen,
gibt es natürlich auch diese, dass dann auch, wenn wir Schuhe hinstellen zur Auswahl, Eltern gleich anfangen, vorne herumzudrücken. Das heißt, man hat gerade den ersten Schuh angezogen, zack, 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 kommt eine Hand und die probiert dann hier vorne, wie viel Platz denn ist. Auf die meistgestellte Frage, was machen Sie denn da? Na, ich muss doch gucken, wie viel Platz noch vorne im Schuh ist. Ist immer meine logische Schlussfolgerung, aha, Sie wollen Schuhe zum Sitzen. Nee, wieso? Ich will Schuhe zum Laufen kaufen. Ja, ist gut, dann lassen Sie das Kind bitte erstmal laufen. Weil, wie gesagt, im Sitzen der Fuß ganz anders im Schuh sitzt, als wenn er dann in Bewegung gewesen ist. Deswegen ist es unsere Prämisse, bitte Hände weg von den Füßen, Hände weg von den neu angezogenen Schuhen. Lass die Kinder erstmal laufen, lass das Kind wirklich mal ein paar Schritte hier im Geschäft zu Hause mitgehen und seid nicht geneigt, sobald das Kind aufgestanden ist, schon vorne drauf rumzudrücken. Endeffekt ist auch wieder hier, Kinder ziehen sehr schnell die Zehen ein, sie haben gar kein gültiges Resultat. Das Zweite ist natürlich auch gerade dann, wenn man natürlich es mit Kleinkindern zu tun hat, dass sie sehr gerne hochgenommen werden. Die sitzen dann bei der Mama auf der Schulter, auf dem Arm, werden dann auch meistens so zur Beruhigung gehalten und getragen. Und auch da passiert es wieder sehr häufig, dass dann Kinder, sofern man ihnen sofort die Schuhe angezogen hat, dass dann bei den Kindern die Mutter sofort mit den Fingern überprüft, wie viel Platz noch vorne ist. Geht nicht. Auch da habe ich wieder dasselbe Resultat. Der Fuß ist nicht unter Belastung. Es gibt also wirklich keine richtige Einschätzung, wie viel Platz ich nach vorne habe. Weil dann sagt mir das Unterbewusstsein sagt mir, Mensch, ist da viel Platz vorne hin. Und dann ist man natürlich dort geneigt, wieder die Schuhe viel zu klein zu kaufen, was natürlich für das Wachstum der Füße äußerst nachteilig ist. Also passen muss es und das von Anfang an. Eine weitere gängige Methode, die uns auch schon sehr oft die Eltern gezeigt haben, wäre also, wenn man einen Schuh relativ weit öffnet, Kind reinstellt, den Fuß nach vorne schiebt und dann sozusagen mit dem Finger hier diesen Freiraumtest machen möchte. Was ist daran verkehrt? Ganz einfach, wenn der Fuß hier mit drinne steckt, ich sehe nicht, ob das Kind vorne die Zehen lang lässt oder ob sie die einkrallt. Ja, ich habe also damit auch wieder kein gültiges Resultat, ob das, was ich jetzt hier demonstriere, ob das auch wirklich der Freiraum ist, den das Kind dann wirklich zur Verfügung hat. Ganz einfach, weil ich eben halt auch einen Kinderfuß problemlos mal zusammenschieben kann. Das geht. Und dann sagt das Kind noch nicht mal Aua. Die allerletzte Variante ist natürlich, da lachen wir ja auch natürlich sehr häufig hier bei uns im Geschäft, das Kind fragen, ob der Schuh passt. Wir kennen das, ein schöner Schuh passt immer. Und ein Schuh mit einer Farbe oder einer Ausführung, die mir jetzt als Kind vielleicht nicht so sehr gelegen kommt, passt natürlich nicht. Also, wenn das Kind die Wahl hat, zwischen den klassischen Ledermodellen und sowas, was blinkt. Was glauben Sie, wie sich Ihr Kind entscheiden würde? Und da wäre das vollkommen egal, ob der drei Nummern zu groß, viel zu weit oder vielleicht auch viel zu klein wäre. Schon alleine diese Attribute des Blinkens, des Cool-Aussehens überzeugen Kinder im Allgemeinen immer mehr. Also die Frage, welcher Schuh gefällt dir, stellen wir natürlich dann auch, wenn wir im Allgemeinen schon fertig sind mit der Vorauswahl. Aber bei uns gibt es halt sehr selten die Aussage, such dir mal einen Schuh aus und dann gucken wir mal, ob er passt. Ja? Also Sie sehen, es gibt eine ganze Menge verkehrt zu machen. Ich hoffe, ich konnte ein paar Tipps mitgeben, was man zukünftig vielleicht vermeiden könnte oder sollte. Eigentlich müsste. Ja, müsste wäre richtig, weil wir wollen ja, dass es passt. Und das ist ja eben halt auch immer wieder unsere Aussage. Und wir erklären das auch immer, warum zum Beispiel jetzt der Schuh nicht so gut sitzen würde wie dieser. Aber so eine Erklärung bekommen Sie eben halt nur im Fachgeschäft und nicht da, wo Sie sich selber bedienen dürfen. Aber das macht ja eben halt auch den Unterschied mit aus. In diesem Sinne, ich hoffe auf
positive Resonanzen bei euch allen. Schaut euch das Video in Ruhe an und natürlich auch alle anderen. Die Abonnenten wissen das natürlich, dass wir schon mehrere Videos online gestellt haben. Wir freuen uns dann immer wieder über neue Feedbacks und verbleiben sozusagen bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.